Beim Erzeugen einer Schachtgruppe wird die Schachtgruppenöffnung automatisch erstellt. Um diese Wandöffnung zu entfernen, musst du mit dem Unlock-Fenster zusätzliche Objekte arbeiten. Sobald du eine Komponente, zum Beispiel den Schacht, angewählt hast, wird die Funktion sichtbar. Klicke auf diese Schaltfläche, um das Fenster, das du benötigst, zu öffnen. Hier findest du den Eintrag für die bestehende Schachtgruppenöffnung. Fährst du mit dem Mauszeiger über den Eintrag, wird auch das Entfernen-Symbol sichtbar. Klicke auf das Symbol und schaue dir nun dein verändertes Aufzugsmodell an. DigiParaLift Designer hat die entsprechende Wand nun erzeugt. Um die Wand zwischen den Aufzügen wieder zu entfernen, musst du eine zusätzliche Wandöffnung erstellen. Benutze dafür das Fenster Zusätzliche Objekte und wähle die Schaltfläche Neue hinzufügen an. Öffne den dazugehörigen Bearbeitungsdialog, indem du auf den neu erstellten Eintrag klickst. Zuerst wähle die Position deiner Wandöffnung und definiere anschließend die Größe. Schau dir nun das aktuelle Ergebnis in deinem Aufzugsmodell an.